Heute gibt es zum Frühstück den leckeren Käse und den Schinken. Und der Uwe, der bringt jetzt die Brötchen. Und Baguette et de Croissant. So sieht hier die Baguette aus. Ja, super. Und leckere Croissant. So schmeckt Korsika. Ich habe so dick geschnitten, finde ich, oder? Ja. Und wir sind abfahrbereit und verlassen den wunderschönen Campingplatz hier im Restonica-Tal. Unser nächstes Ziel ist mal ganz grob Porto. Aber da müssen wir nochmal durch die Berge am Monte Cinto vorbei. Wird auch nochmal spannend. Ich habe unsere erste Schweinchen entdeckt. Wir sind auf 1470 Meter angekommen, dem höchsten Pass Korsikas, dem Col de Vergio. Und jetzt geht's zur Spelunka-Schlucht und da geht's ziemlich eng zu. Sicher auch Badegummi. Wir machen uns jetzt auf den Weg in die Spelunka-Schlucht. Soll eine nette Wanderung sein. Nur ganz kurz. Bis zur genuesischen Brücke. Oh, 3 Kilometer hin und zurück. Aber das wollen wir uns auf jeden Fall angucken. Also die Wege sind wirklich fantastisch gemacht hier, muss man sagen.
Ist ja auch ein Wanderparadies, Korsika. Schoschee, so mitten im Bach. Direkt am Eingang vom Campingplatz haben wir eine Ver- und Entsorgungsstation mit allem drum und dran. Ist also eher selten, was wir so bisher erlebt haben. Aber das nutzen wir natürlich gleich, bevor wir uns hier anmelden. Und hier direkt am Fuße von Porto haben wir einen schönen Campingplatz gefunden, mit freier Platzwahl, Camping Municipal. Es ist auch nicht arg weit, zum Meer vorzulaufen, das wird man wahrscheinlich später noch machen. Für die Fettuccine Carbonara alla Corsica haben wir uns frische Fettuccine besorgt. Für die Soße klassischerweise Zwiebel, Knoblauch. Und statt Bauchspeck nehmen wir den leckeren Speck vom Restonica-Tal, wo wir oben gekauft haben, und zum Legierer Ei und statt Parmesan-Käse den leckeren Bergkäse mit Sahne abschmecken und gut. Jetzt die Fettuccine in die Soße und zum Schluss zwei Eigelb mit dem leckeren Bergkäse, auch aus dem Restonica-Tal. Man könnte das Ganze jetzt auch Fettuccine Carbonara alla Restonica nennen. Jetzt muss es eigentlich bloß nur schmecken. Aber sieht lecker aus und riecht lecker. Gut, also, dann lassen wir es uns schmecken. Wenn wir schon mal in Porto sind, müssen wir uns das natürlich genauer angucken. Gerade mal einen Kilometer vom Campingplatz entfernt gibt es hier einen Parkplatz. Da kann man zumindest jetzt im Mai im Wohnmobil stehen. Ist ganz praktisch, direkt am Strand. Da gehen wir natürlich auch hin, weil Porto hat auch einen ganz tollen Strand. Porto hat hier eine ganz nette Promenade. Es gibt viele Boote, wo man Ausflüge machen kann. Aber uns zieht es jetzt hoch zu dem Turm. Jetzt sind wir fast am Eingang vorbei. Mal wieder ein Genueser Turm. Vielleicht können wir da mal Geburtstagsessen nachholen. Das sieht cool aus, da kommen wir vielleicht heute Abend noch mal her. Und für 2,50 € pro Person. Schon wieder kraxeln.
darf man sich auch noch selber da hochquälen. Und wer keine Drohne hat, der hat von hier fast ebenso schöne Aussicht. Wir stehen mal wieder vorm Genueser-Turm und was fällt jetzt hier auf? Er ist eckig. Das heißt, ich muss meine Aussage revidieren, nicht alle Genueser-Türme sind rund, es gibt sie auch in eckig. Wir finden, auf Porto ist durchaus ein Ausflug wert. Auch wenn es sich jetzt nur um eine ganz kleine Stadt handelt, hat sie doch ziemlichen Flair. Ist es schwer, hierher zu kommen, egal ob über die Berge, über Calanche, über die Küste. Aber es lohnt sich. Kleine Perle auf Korsika. Also hier ist absolut fantastisch. Die Natur hier, die Wellen. Wir sind selber überrascht von Porto. Wie soll denn das gehen? Warum musst denn du mit deinem Bus da rumfahren? Halt, er winkt gerade. Ah ja, du kannst, wenn du jetzt zurückfahrst, ja, da hinten, dann kannst du in die Kuhle reinfahren, ja.